Das mit dem spontanen Italien-Trip habe ich mir doch etwas anderes vorgestellt. Ich denke mal, der Blick aus dem Fenster genügt, um zu zeigen, wie das Wetter hier momentan ist. Also ich habe gehört, daheim ist das Wetter momentan besser. Naja, nichtsdestotrotz, ich bin jetzt in Ottobiano angekommen. Die Sandstrecke wird das Wasser, denke ich mal, oder hoffe ich mal, ganz gut wegstecken. Ich ziehe mich jetzt um und dann schauen wir mal. Das erste Mal fahren liegt jetzt hinter mir. Es war so lala, die Strecke ist doch etwas nasser als gedacht. Vor allem vor den Tables ist relativ viel Schlamm, was das Quad vom Absprung quasi unkontrollierbar nach links oder rechts verzieht, was das Ganze doch etwas gefährlicher macht. Und da ich hier nur zum Spaß bin und mich nicht auf irgendeine Saison oder so vorbereite oder es kein Rennen ist, lasse ich ja langsam angehen. Ich will mich auch nicht direkt wieder verletzen. Jetzt gibt es erstmal was essen. Heute Mittag soll das Wetter sowieso etwas besser sein und dann testen wir das Ganze nochmal aus. Ein extrem langer, nasser und vor allem kalter Tag geht zu Ende. Die Streckenverhältnisse wurden nachher noch schlechter, deswegen habe ich das Ganze irgendwann abgebrochen. Und da wir seit heute Nacht um 2 Uhr unterwegs sind, heute um 11 Uhr dann glaube ich an der Strecke ankamen, bin ich auch einfach nur todmüde und will nur noch schlafen. Beziehungsweise jetzt geht es noch schnell was essen, danach wird geschlafen und morgen geht es dann nach Dornau auf die Strecke. Morgen ist auch die Wettervorhersage wesentlich besser, 15 Grad, dauerhaft Sonnenschein und ich hoffe, dass es dann morgen besser wird.
Der zweite Tag in Italien ist jetzt auch vorbei. Wir waren heute in Dorno bei perfektem Wetter, strahlend blauer Himmel. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Perfekter Strecke, es war so geil heute Morgen, als alles frisch geschoben war. Jetzt am Ende gab es einen kleinen Sturz noch. Ihr werdet ihn im Video schon gesehen haben. Da hat die Spurrille mal kurz die Handbremse angezogen. Aber nichts passiert, ist der Sand, da landet man weich. Das Quad ist schon wieder sauber. Wird jetzt im Bus eingeladen. Und dann geht es die 700, oh, knapp 800 Kilometer wieder heim. Auch wenn es so zwei Tage gewesen sind. Aber es hat sich mehr als gelohnt. Ich hatte meinen Spaß und freue mich schon auf die Muskelkater die nächsten Tage.